Teilnahme nur ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.bcce.de. Anzeige 18.34 Uhr. Aufsteigende Form für die Darmstädterin bedeutet der Einzug ins Viertelfinale eine weitere Leistungssteigerung. Nach dem Erreichen der Vorschlussrunde in Washington Anfang August und des Halbfinals im chinesischen Guangzhou vor ca. 3 Wochen ist also auch der bisherige Turnierverlauf als Erfolg zu betrachten. Übrigens, welche Dame auch immer heute gewinnt, trifft im Semifinale entweder auf Ekaterina Alexandrova oder Anastasia Pavlyuchenkova. 18.15 Uhr ist sicher, dann knapp auf der anderen Seite haben wir quasi die entgegengesetzte Tendenz beobachten können. Mladenovic hatte in Runde 1 gegen die Wildcard-Inhaberin Harriet Dart aus Großbritannien nicht allzu große Mühe beim 6:3, 6:4. Ein Durchgang später gegen die Ungarin Timea Bebiyoš wurde es zur Zitterpartie. 6:4, 4:6, 7:5 hieß es am Ende eines großen Kampfes und von 2:41 Stunden Spielzeit. Damit war sie 1,5 Stunden länger auf dem Court als Petkovic zuletzt. Ein Nachteil, 17.57 Uhr, Deutschland Schreckels echter Albtraum hat sich für die deutschen Spielerinnen die Deutsche selbst entpuppt. In den ersten beiden Runden warf Petkovic 2 Landsfrauen aus dem Rennen. Erst schlug sie etwas überraschend die favorisierte Julia Görges, also gleich mal die Nummer 1 der Setzliste, mit 1:6, 7:5, 6:4. Dabei verpennte sie 1,5 Sätze und startete dann ein fulminantes Comeback. Es folgte das klare 6:1, 6:3 gegen Tatjana Maria. Scheint, als sei die gebürtige Bosnierin endgültig angekommen in Österreich. 17.52 Uhr. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum WTA-Turnier in Linz. Mit Andrea Petkovic hat es eine Deutsche ins Viertelfinale geschafft. Und die Reise soll natürlich noch weitergehen. Dafür muss aber Kristina Mladenovic aus dem Weg geräumt werden. Punkt. Nach dem Spiel von Camila Giorgi gegen Margarita Milikovna-Gasparjan wird es losgehen.